Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Sea of Stars. Ja, nachdem wir beim letzten Mal in diesen Turm rein sind und was speichere ich nochmal? Haben wir ein paar Rätsel erledigt, dass wir dann, dass das Wasser halt mal weiter steigt und steigt, was wir auch wieder runterlassen können zum Heilen. Und falsch gedrückt, natürlich. Man, ja. Dann haben wir jetzt das vorletzte, letzte, weiß ich nicht. Hier war ja die Leiter zum Runtergehen. Blaue Perle. Ah, okay. Mussten wir auf jeden Fall reinpacken. Sonst hätten wir das Ding auch nicht nutzen können. Okay. Und dann rein da, ne? Und wir hätten auch hier speichern können. Cool. Aber heilen hat sich auch gelohnt. Dann speichern wir hier nochmal. Und ja. Würde ich sagen. Rein da. Die Energie dieser Tür. Seltsam. Ich wette, das große Geheimnis, das wir finden sollen, ist gleich dahinter. Kein Griff und sie lässt sich auch nicht drücken. Und unsere innere Magie schlägt auch nicht an. Vielleicht sollten wir einfach klopfen. Klappt natürlich. Ich liebe sowas. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal anklopfen. Große Archive. Jetzt erzählt er wieder. Ihre Taten im Turm waren zwar beherzt, doch leider zog das Schicksal beim ersten Auftreten diese Ereignisse nicht mit und die geheimnisvolle Tür blieb verschlossen. Trotz ihrer Mühen angesichts dieses Rückschlags konnten unsere Helden Mr. Island nicht rechtzeitig erreichen und der Eremit der Zwietracht verwandelte sich in einen Weltenfresser. Sie kämpften weiterhin tapfer, doch am Ende waren ihre Leben und ihre Welt verloren. Nun sind wir bei der Krux der heutigen Überlegungen, einer einzigen Frage. Wie weit hätten wir das Schicksal zwingen können, die Tür, die einen fest verschlossen war, zu öffnen? Finden wir es heraus. Tretet ein. So geil, ne? So genial. Was ist das für ein Ort? Riecht muffig. Guten Abend und willkommen im großen Archiven. Verzeiht das Schlamasse, ich verliere mich oft in meiner Arbeit. Wartet, bist du wirklich? Titel sind etwas für Sagen und Mythen, bitte nennt mich Rishan. Rishan? Das ist noch cooler als X-Toll. Warte, du! Bist also der unsterbliche Alchemist? Ich denke ja. Verrückt? Herr Alchemist, wir... Bitte, nennt mich Rishan. Rishan, das kommt wirklich unerwartet. Ja, wir... Kannst du denn nicht dafür sorgen, dass alles gut wird? Leider nicht. Ich bin an einen strengen Kodex gebunden. Wenn ich die Sache eigenhändig erledigen würde, hätte das Folgen, die ich nicht einmal zu beschreiben wage. Schlimmer als wenn ein Eremit zu einem Weltenfresser wird? Ich will das nicht kleinreden, doch begreift, dass eure Realität auf dem Spielbrett des Schicksals nur eine von vielen ist. Würde ich eure Welt in Ordnung bringen, brächte ich Aeporols zu
waren auf zahllose andere. Das ist inakzeptabel. Wer ist A.E. Porol? Mein ehemaliger Partner. Wo ich für eure Leute der unsterbliche Alchemist bin, ist A.E. Porol als Flashmancer bekannt. Versteckt er sich auch hier irgendwo? Zumindest was das angeht, ist eure Welt sicher. A.E. Porol verließ sie vor langer Zeit. Sollte er jedoch von meiner Anwesenheit hier erfahren, wir erledigen ihn, diesen elenden Verlierer. Nun, wie es scheint, drängt die Zeit. Wir müssen zuerst nach Mesha Island. Kannst du helfen? Vielleicht, aber zuerst müssen wir herausfinden, ob ihr euch selbst helfen könnt. Wir wissen, wie man kämpft. Natürlich wisst ihr das. Doch hier geht es darum, ob ihr die seid, von denen ich hoffe, dass ihr sie seid. Fürs Erste würde ich euch gerne an einen entfernten Ort schicken, wo ein lang verlorenes Artefakt im Eis liegt. Was für ein Artefakt? Mehr will ich nicht sagen. Wenn es der richtige Lauf der Dinge war, euch hier hineinzulassen, wird seine Macht euch rufen. Dieses Portal führt dorthin, wo es verloren ging. Bergt das Artefakt, dann werde ich mit euch euren Plan besprechen. Was für eine Wendung, ey, Junge. Wir kannten ihn ja von Anfang an schon. Sowas liebe ich, ey. Gletschergipfel. Eine geile Mucke. Oh, Junge. Ey, ich will aber wieder zurück. Nice Mucke. Das Spiel hat generell viele geile Soundtracks. Speichern. Die Soundtracks sind wirklich einfach genial. Junge. Ach Mist, ich hab irgendwie Schmetterschneeball. Ich habe irgendwie nicht gesteckt, rechtzeitig zu drücken gerade. Läuft bei mir. Zack. Pech gehabt. Das Spiel hat so echt wirklich so viel geile Musik drin, ne? Tschüss. Uiuiui. Dauert nicht mehr lange bis zum Level Up wieder, ne? Junge, diese Brücke. Aha. Ja, geil. Sehr cool. Aber mal das Eis schmelzen so. Erstmal die Truhe holen. Notenblatt Nummer 5. Nice. Dann kam ja wieder ein neues Musikstück. Ist das wieder aus dem Gebiet hier jetzt? Na, geht das Eis gleich kaputt? Nö. Bin ich gerade runtergesprungen? Okay. Ach, guck mal, wir können uns ausruhen.
Okay. Weiter geht's. Boing. Was? Spielt der DJ? Okay. Felsenkehr. Geiler Name. Felsenkehr. Junge. Anormale angreifen. Bom, bom, bom. So. Resistent. Nice. Dann müssen wir ihn so platt machen. Okay. Passt schon. Den. So, weg mit dir. Okay. Junge, was war das denn für ein Damage? Oh, hallo? So, du darfst nicht angreifen. Heilen wir ihn erstmal. Sicher. Aua. Das tat weh. Tschüss. Ich mach das. Wenn das geht, dann mache ich das gerne, weil das eine geile Attacke ist. Und weg. Sehr gut. Jetzt können wir gleich nochmal hingehen, ne? Und dann brauchen wir nichts verschwenden, weil wir können es ja immer gebrauchen, ne? Deswegen lohnt sich das ja auch. Was für Gegner, ey. Okay. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Ah ja. Wie aktiviere ich das denn? Warte mal. Nee. Müssen wir wahrscheinlich jetzt mal hier machen. Auch gleich zwei Stück. Shit. Machen wir das. Ja, aber es ist trotzdem, ne? Wir machen das jetzt mal auf ein. Dass er zumindest nicht angreifen kann. Weil Eissapfen ist schon eine mächtige Attacke. Junge, ey. So, du darfst nicht nochmal angreifen. Naja. Weg mit dir. Come on. Nee, Combo da. Mach ich jetzt mal noch so. Der ist weg. Combo lade ich halt nochmal weiter auf erstmal. Verwendbar.
Aua. Zack. Und weg mit dir. Stufenaufstieg. Was lohnt sich gerade? Ich mache jetzt mal normale Verteidigung. Du. Mach mal physische Angriffe hoch. Bei ihr. Physische Verteidigung, Magieangriff. Ich mach physische Verteidigung. Magische Angriffe hoch. Kann er gebrauchen. Wann machen wir eigentlich Ausrüstung noch bekommen? Nee, ne? Das war nur bei ihnen. Zack. WTF. Oh, ist das geil, ey. Warte mal. Desorientierung. Tanzen die erstmal. Mir ist einfach davon die Musik kommt. Schmetterball. Schneeschmetterball. So. Junge, Junge. Din, 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 din. Weg mit dir. Wow, ehrlich jetzt? Schmetterschneeball. Ach ja. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, die Musik ist aus, aber läuft ja immer noch. Wir brauchten ihn dafür eigentlich gar nicht dann. Autsch. Junge. Schmetterschneeball, wie viel machen die jetzt eigentlich davon? Hallo? Ich muss mal heilen gleich. Da nehme ich aber einmal die Items. Boing. Okay. Machen wir das. Und tschüss. Weg ist die Musik. Ach, da kommen wir von oben rein, ne? Dün, 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 dün. Klong, klong. Really? Junge. Wie gefährlich. Was machen die denn da? Die spielen.
Wir haben ihn aber durch die Gegend gekegelt. Okay, warum auch nicht, ne? Ja, wir alle drei. Nehmen Sie wenigstens ein bisschen Zahn. So. Da unten ist ein Speicherpunkt, ne? Autsch. Tschüss. Junge, ey. Machen die einen Schaden rein. Ich hätte heilen sollen eigentlich, ne? Bevor ich weitergemacht habe. Weg mit dir. Tschüss. Wer bist du? Okay, wir kommen so da nur rein. Junge. Ah ja. Ah, ich wollte sagen, wir kommen hier nicht weiter, aber doch. Ah, okay. Really? Natürlich. Ich muss das mal heilen. So. Ja, erstmal unter Eis kämpfen. Klar. So. Lass nicht nochmal angreifen. Klar, der hängt da voll in der Ecke. Und du siehst das nicht so ganz vom Timing her. Bang, bang. Bong. Ja. Zack. Einer ist weg. Knapp vor K.O. Zack. Geh doch. Einmal ausruhen, bitte. Wir müssen kochen, ne? Ein bisschen was. Kochen. Meine Güte. Für die anderen haben wir keine Zutaten mehr. Wildfisch. Naja, mache ich von drei. Diese Musik ist aber wirklich viel zu cool. Speichern. So. Aha. Och nö. Wie auch immer ihr so es geschafft habt, es war töricht, hierher zu kommen. Die zwei. Vier. Ihr seid töricht und in der Klemme. Eure Freunde haben schon oft dicke Hose gemacht. Haben sie euch nichts erzählt? Oho, wie angriffslustig sie sind. Angriffslustig und arrogant. Na los, kommt. Krieg aber so gar nicht hin, ne? Kombinationsangriffe. Ach Mist. Ich habe aufgehört zu drücken eben. Da, bringt eine Todome. Okay. Junge, Junge. Machen wir das. So, wir müssen ein bisschen was. Wo brauchen wir gerade noch nicht machen?
kann ja auch nur einen treffen. Desorientierung, vergiss es, Junge. Vergiss es. Ich muss die wieder aufladen, die Attacken, ne? Autsch. Holy loli lo. Okay. Er hat halt auch gerade nicht mehr, ne? Na komm, machen wir das einmal so, bitte. Muss sein. Gruppenheilung. Natürlich heilst du die. Tja. Hier haben wir auch gerade nicht Mist Items. Es bringt halt ein LP hier. Mit MP haben wir ja gerade nicht mehr. Okay. Naja. Wir müssen halt nur schaffen, dass wir das geladen kriegen, ne? Aua. Aua, wow, wow, wow. Wir können keine Desorientierung machen. Naja, war schon. Mist. Ich hab das wieder nicht hingekriegt. Mundarang. Damit lädt das Spezialding ja nur auf, ne? So. Nee, wir machen das erstmal mit ihnen. Nee, wir können den Skill machen. Die Combo mal nicht. Machen wir die Combo. Wir haben es geschafft, ohne... Nee, nicht geschafft. Noch nicht. Na, komm zurück. Nein. Dün, dün, dün. Ich dachte, wir haben es geschafft, aber dabei war nur einer. So. Dann wollen wir noch mal, ne? Kanonen der Abendliche. Der Abendlichen. Ich liebe die Attacke. Angriff! Die Attacke ist so geil. Tschüss! Den einen habe ich diesmal auch so erledigt, ne? Ah, ihr hattet Glück. Beim nächsten Mal gewinnen wir. Siegt und feiert eben.
Tja. Die 1 und 3 waren schwerer. Und kommt nicht zurück. Wir sind nah dran, ich fühle es. Tun wir es. Tun wir es, ja, indem wir einmal kurz eingehen. So. Wollen wir kurz ausruhen? Einmal kurz speichern. So. Das war wieder ein Kampf. Aber diesmal war ein bisschen einfacher, finde ich. Diese Wege, ne? Wow. Was für ein Weg schon wieder, ey. Mit den Kristallen können wir momentan nichts machen, ne? Ist das gerade runtergefallen? Junge. Hier zerfällt ja alles. Hui. Ah ja. Amulett der Sonnenwende erhalten. So viel Energie. Es ist dieselbe Macht wie... Wie kommen wir hier raus? Wir könnten diesen Block schmelzen, doch die Himmelsruine ist hinüber. Himmelsrune. Hä? Du kannst jetzt mit RT und LT die Tageszeit kontrollieren. Kraft der Sonnenwende, finde das Amulett der Sonnenwende. Du kannst jetzt mit RT und LT die Tageszeit kontrollieren, ohne auf einer Himmelsrune stehen zu müssen. Geil. Nee, nee. Nice. Wow! Du kannst das jetzt also noch nach Belieben tun. Das Amulett reagiert wirklich stark auf unsere Magie. Wir haben, was wir wollten. Kehren wir zu Rishan zurück. Natürlich. Tschüss. Nice, nice. Ich habe mich gewundert, wie sollte man das machen, aber ja. So, ne? Gut. Aber dann machen wir nochmal das, obwohl wir voll geheilt sind. Ist ja egal. Und dann würde ich sagen, werde ich hier auch erstmal abspeichern, die Aufnahme beenden und wir machen uns dann beim nächsten Mal auf den Weg wieder zurück zu Rishan. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sea of Stars. Bis dann. Ciao, ciao.